Los, Nakamatachi. Momentan gibt es wieder zeitlich begrenzte Burger bei McDonald's. Und es sind einfach Europa-Burger. Und einer von uns ist einfach ein deutscher Burger. Und ja, den müssen wir auf jeden Fall mal probieren. Los geht's! Genki Dama! So, hier sind wir jetzt. Und zwar gibt es drei verschiedene Burger. Der eine ist ein German Potato Burger. Ganz klar, typisch deutsch, deutsche Kartoffelburger. Klingt übertrieben spooky, aber ja, da muss ein Saiyajin nun mal durch. Ein Kartoffelburger zu probieren. Den holen wir uns. Dann gibt es noch zwei andere, weiß nicht mehr den Namen. Der eine ist ein französischer, der andere ist irgendwie mit dem Abby, also mit Schrimps. Zwei davon gönnen wir uns jetzt. Und das Geile ist, und das muss ich sagen, finde ich mega interessant, dass McDonald's halt sehr, sehr häufig so limitierte Burger hat. Gab es ja schon mal Conan oder auch andere Sachen. Unbedingt das Video anschauen. Und dieses Mal, wie gesagt, dieser Europa-Burger, die haben eine besondere Werbung und das ist einfach von Ghibli. Die haben einfach Kikis Lieferservice, Kikis Lieferservice als Werbung genommen, um diese Burger irgendwie zu bewerben. Und das finde ich einfach doppelt geil. Ein Europa-Burger, Punkt 1. Dann gibt es von den Europa-Burger einen deutschen Burger, Punkt 2. Und die werden von Kikis kleiner Lieferservice beworben. Das ist schon mal richtig, richtig geil und vielversprechend. Die Bilder sehen auch richtig cool aus, muss ich sagen, richtig lecker aus. Klar, wenn man jetzt hört, dass da Kartoffelburger drin ist, klingt es auf Anhieb nicht so geil. Aber lecker sehen schon mal aus. Und ich würde sagen, wir bestellen jetzt einfach mal. Also wir haben jetzt bestellt. Das Geile in McDonald's in Japan ist halt, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in Japan gibt es auch eine App dazu und da gibt es sehr, sehr häufig Coupons. Und gerade die drei Dinger sind gerade im Angebot, das heißt, du kriegst da ein bisschen reduziert. Wir haben jetzt für den deutschen Burger, den German Potato, 500 Yen bezahlt. Dann haben wir noch diesen Shrimps-Dingsbums, den Saiyajin Shrimpsbums Burger. Der hat 450 Yen gekostet, reduziert. Und noch so ein Oreo-Cookie-Dingsbums, ein Eis. Für 390 Yen. Und ich habe mir noch so einen schicken Dingsbums bestellt, einen schicken, ja, für Saiyajin-Protein halt, für 200 Yen. Insgesamt 2.500 Yen, 2.510 Yen, finde ich für drei Burger, ein Chicken, eine riesen Potato, eigentlich komplett in Ordnung. Jetzt warten wir hier und da kommen gleich die netten Mitarbeiter und bringen uns, wie Kikis kleiner Lieferservice, unser Essen her. Kanoshimi, ne, oishisou desu, ne? Onakasuita. Ja, während wir warten, gucken wir uns doch gerade mal die geilen Figuren aus dem Happy Meal an. Und zwar haben die gerade so eine Mario Universal Studio Japan Aktion. Da gibt es richtig coole Mario-Sachen. Ich muss sagen, und hier Minions auch noch, sehen relativ cool aus, vor allem hier diese zwei Karren oder Mario Kart. So, das Essen kam jetzt und guckt euch mal diese geile Verpackung an. Mit Kikis kleiner Lieferservice und hier steht es nochmal German Potato, also deutsche Kartoffel. Die deutschen Kartoffeln, wer kennt sie die nicht? Richtig schön gemacht mit Kikis kleiner Lieferservice. Hier noch die anderen Sachen. Wie gesagt, hier Choco Mint Eis. Hier nochmal Kikis Lieferservice in Pink. Das ist der Shrimps Burger. Shrimps steht hier drauf. Und die mit Pink sieht echt wunderschön aus. Und, hi, hier nochmal der andere. Na, wie sieht der das? Ja, der sieht echt ein bisschen klein aus. Da ist die Kartoffel, ja. Er sieht ein bisschen klein aus, aber er riecht wirklich sehr, sehr gut. Und das Fleisch ist auch sehr, sehr gut, auch die Kartoffeln darunter. Sehen interessant aus. Chaikose. Nan, todai. Mama. おいしい。ビーフとポテトで結構しょっぱくてビール欲しくなる感じ。え、warum gibt's auch keinen Bierburger? おいしい。でもドイツ感じるかって言われたらまあまあまあ。ポテトは？ポテトおいしい。めっちゃバーガーに合う。本当？これ私ポテトが挟まってて結構なんかポテトサラダみたいな感じかなと思ったけど。ソースの一部みたいな感じ。結構何細かくなってて、ソースみたいな感じで食べやすい。めっちゃ美味しい。チーズバーガーにジャガイモが入ってペッパーが効いてる感じ。
美味しい。美味しい、OK。楽しみ。Ich mag Deutschland じゃないですか。だから街でなんかドイツのもの見かけると嬉しい。でこれも日本とドイツがあのつながってる。日本の作品とドイツのバーガー。はい、キキのデリバリー。Viel Deutschland. Viel Deutschland. Viel Kartoffel gleich viel Deutschland. Viel deutsche Kartoffel. Lecker. Okay. Und ich würde sagen, ich fange auch mal mit den deutschen Burger an, weil es das Main ist hier. Gesehen haben wir es ja schon. Ich bin echt mal auf die Kartoffeln gespannt. Aber der riecht echt. Der riecht echt interessant. Also der riecht anders als andere Burger. Ich glaube, der hat sich schon seit Wochen nicht mehr gewaschen, der Dragsack. Deutsch-Sin-Toste, ich muss sagen, Deutsch war kanji nai. Ich auch so gedacht, aber なんかそのドイツがテーマのバーガーは嬉しい。それ嬉しい、うん、美味しいけど毎回食べたいわけない。Also ich muss sagen, der ist echt lecker. Der ist zwar schon lecker, wenn ich von 1 bis 10 bewerten müsste, vielleicht so eine 6,5 oder so. Also es geht auf jeden Fall besser. Die Kartoffeln, die Soße ist geil. Ich muss sagen, Tare war mecha oishi. Tare war mecha oishi. Also ich muss sagen, die Soße ist wirklich mega, mega lecker. Die Kartoffeln sind halt in der geilen Soße drin. Das ist halt das Geile. Die Soße von den Kartoffeln ist richtig geil. Ansonsten schmeckt der halt, ja, ich weiß nicht, also schmeckt in Ordnung. Du schmeckst halt so nicht so was Besonderes raus. Das ist das Problem. Die Soße ist richtig geil, aber ist jetzt nicht so ein mega krasser Unterschiedsburger wie bei Conan und so weiter. Also zum Essen ja, aber wie gesagt, die andere Burger sind auf jeden Fall leckere. Aber testen wir nochmal den Shrimps-Burger jetzt. Der hat eine schöne Pink. Das Pink sieht noch besser aus. Habe ich Hoffnung, dass der noch besser schmeckt. Vor allem Shrimps-Burger. Gibt es den in Deutschland? Deutsch und Inaikana. Shrimp-Burger. Keine Ahnung. So, und der Shrimps-Burger sieht auch. Oh, der ist schön warm. Der ist noch sau heiß hier. Der sieht schon. Wow, Nanka. Ja, bei Nioi. Also der hat einen sehr, sehr krassen Geruch. Sehr, sehr stark. France? War gar nicht. France, datta. France, also vielleicht ist der aus Frankreich. Ich weiß nicht. Der hat einen krassen. Ja. Fischbouillon, Nioi Kana. Testen wir den mal. Ebi. Ebi. Ich muss sagen, der schmeckt mir jetzt nicht so. Der ist sogar unter 5, ja. Den würde ich vielleicht eine 4 oder so geben. Irgendwie, also die Soße ist halt nicht so meins. Diese Ebis sind viel zu wenig Ebis da drin. Also hier drin sieht man die Ebis, ich weiß nicht, ob man sie sieht, aber. Der ist jetzt nichts für mich, der schmeckt jetzt die Soße. Ja, Tabete Hoshi, Tashino Konomi Janai. Demo, ja, wie gesagt, dem gebe ich glaube ich irgendwie 4 Punkte oder 3,5 oder so. Der schmeckt mir jetzt ehrlich gesagt weniger. Die Soße hier ist ein bisschen spicy, aber irgendwie gesagt, das passt irgendwie nicht zum Garnelen irgendwie. Also das muss ich sagen, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, mecha ii kaori. Ja, kaori wa, nanka. おいしい。なんか女性好きそうこれ。こっちがなんかあっさりしてて、こっち結構がっつりビーフとなんかペッパーって感じ。だからなんか女性人気はこっちの方が高そう。いや、OK。Also, よかった。Ich muss sagen, wie gesagt, der deutsche Burger schmeckt schon ganz gut. Den gebe ich 6,5 Punkte, den kann man auf jeden Fall mal essen. Das ist nicht der geilste, den ich je gegessen habe, aber auch schlecht ist er nicht so. Wenn er erhältlich ist in so einem Zeitraum, würde ich ihn schon noch mal essen, denke ich mal. Bacon も入ってる. So. Mm. Da ist auch kleine Schinken drin, in dem deutschen Burger. Wie gesagt, der Abby-Burger, hier schmeckt er sehr gut. Hier schmeckt er weniger. Aber ist halt alles Geschmackssache. Und ja. Ich habe es nicht so gut. Samurai-Burger. Aber in Europa habe ich es gemacht.
Deutschen. Ja, die muss man auf jeden Fall mal testen. Also als Deutscher hier, denke ich, ist es eine Pflicht, den zu testen. So, deutschen Burger ist Main-になってることが嬉しかった. Ja, das ist auch schön. Ich muss halt sagen, wenn man Deutscher in Japan ist und dann macht Japan McDonald's einen deutschen Burger, das macht einen schon irgendwie so stolz. Wo kann man sagen, finde ich cool. Ich bin jetzt erstmal den Burger fertig und dann testen wir noch diesen Choco-Mint-Shake. Lisa war Choco-Minto daisuki, ne? Das ist auch interessant. Also viele Leute, es gibt ja auch da, glaube ich, so Zwiegespalten. Manche Leute hassen Choco-Mint, manche Leute lieben Choco-Mint. Ich muss sagen, ich mag es auch sehr, sehr gerne. Boah, schon Choco-Mint. Der Mint-Geschmack hier drin ist sau stark. Schmeckt aber sehr gut, mal euch hier. Viel essbar. Viel essbar. Skinabando dann, die Eidel dann, ne? Nanka kollaborashi. Ja, die haben irgendwie eine Kollabo mit Essbar, der Band, also der Eidel-Gruppe. Aber ich weiß nicht, was daran so die Kollabo sein soll. Aber hier noch leckere Potatoes. So, wir sind jetzt soweit fertig mit Essen. Du, Datta? Nanka, ne, kankaku toshite wa are ni chikai. Europa no hito ga, ano, 日本のラーメンをあのヨーロッパでお店出すみたいな感じ。なんかあのドイツ知らんけど、ジャガイモ入れたらドイツっぽいんじゃないと思って。なんか日本人が作りましたって感じの味。だからなんかドイツはそんなに感じられなかった。ドイツ料理はそんなに感じられなかった。ソーセージが足りなかったね。確かにソーセージの方がいいかもね。そうです。うんうん、でもなんか嬉しかったです。いや、私も食べてよかった。あのエビは後悔だけどドイツは後悔しない。はい、ich muss halt sagen, ehrlich, wenn ich angenommen, ich hätte den Burger nicht gegessen, einfach ich würde mir selber als Tipp geben, der Rico, der den Burger gegessen hat, würde dem Rico, der den Burger nicht gegessen hat, den Deutschen sagen, probier ihn mal, weil er schon gut ist. Also wie gesagt, wenn er da ist, werde ich ihn schon probieren. Er ist nicht der beste Burger, den ich je gegessen habe. Die Kartoffeln sind halt so okay. Die Soße war mega lecker. Die Soße kann ich mega empfehlen. Aber wie gesagt, ich war einfach froh, dass es sowas gibt. Einfach, wie gesagt, als Deutscher in Japan ist halt so eine Aktion schon richtig, richtig cool. Er wäre halt schon geil, Alter. Wenn da schöne Thüringer Roche-Bratwürste drin wären. oder noch ein schönes Rumpsteak und so. Aber egal, egal. So ist es halt. Okay. Mich würde auch mal interessieren, was haltet ihr vom Ghibli? Dass die, so ein Ghibli-Film die Europa-Burger liefert. Würdet ihr gerne mal so einen Europa-Burger probieren? Und ja, schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, bitte den Kanal abonnieren. Bitte Schnitzel. Bitte Schnitzel, mega helfen. Es wird den Channel mega helfen, wenn ihr einen Schnitzel vorbeischickt, wenn ihr Mitglied werden würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.